Hallo und herzlich willkommen bei Smokies Let's Play Blog vom 21.02.2011. Ja, ich habe längere Zeit keine Videos hochgeladen, lag daran, dass ich privat ziemlich viel Stress hatte. Möchte jetzt aber wieder mehr machen für euch. Und natürlich auch mit euch, aber zu dem Thema komme ich nachher. Erstmal möchte ich euch die heutigen Themen sagen. Die heutigen Themen sind: Wer ist eigentlich Smokey? Welche Games wollt ihr sehen? Und Let's Play Together! Ja. Fangen wir an mit, wer ist eigentlich Smokey? Ja, Smokey bin ich. Ich bin 17 Jahre alt, wohne in Wien, Österreich. Jetzt wird sich dann die Frage aufstellen, hey, wieso heißt dein Channel Let's Play TV Germany? Einfach, weil ich's kann. Nein, die Begründung werdet ihr im Laufe meines Kanal- oder meines YouTube-Daseins noch erfahren. Ich bin 18 Jahre alt. Zocke für mein Leben gern. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir im... Na, wie heißt's? Sagt's mir. Ich weiß es nicht, toll, ihr auch nicht. Formspring, dankeschön. Im Formspring natürlich schreiben. Ja. Ich bin natürlich gerne bereit, sie zu beantworten. Zumindest sollten es normale Fragen sein. Wie seht, ich werde dieses Video ungeschnitten hochladen. Ihr werdet jeden Versprecher, ihr werdet alles hören. Es soll alles so normal wie möglich sein. Ja. Thema 2. Welche Games wollt ihr sehen? Tja, es gibt so viele Spiele im Spielhimmel. Und ihr könnt mir ja Vorschläge geben. Ich will Zelda sehen, ich will das sehen, ich möchte, keine Ahnung, dich bei dem Spiel failen sehen, ja. Also Fails werdet ihr definitiv noch genug sehen. Spätestens, falls ich mir dann irgendwann antue, mal Super Mario 64 zu spielen, dann ist es mir nicht mehr Let's Play, dann ist es Let's Fail. Ich kann das Spiel mal sowas von gar nicht. Ich weiß, ich habe es ziemlich weit gezockt damals. Ich habe es gezockt, glaube ich, bis in 79 Sterne oder sowas. Aber es war die Steuerung, nee. Ihr werdet auf jeden Fall definitiv viele Let's Plays sehen. Und auch viele Let's Fails von Super Mario, falls es dann doch kommen sollte. Wie ich schon angekündigt habe, möchte ich gerne mit euch Oblivion spielen. Let's Play Oblivion. Resident Evil 5 wird wahrscheinlich ein Let's Play sein, das ich mit einem Kumpel von mir zusammenspielen werde. Denn Resident Evil 5 hat hier einen Koop-Modus, was ich teilweise ziemlich gut finde. Auch wenn ich es dann mit ihm blind spielen werde, aber ich glaube, er kennt es bereits. Ja, Ocarina of Time ist natürlich ein Muss. Das ist eines meiner absoluten Favorite Games. Also die müssen definitiv gespielt werden. Also das wird auch definitiv gespielt und es werden auch definitiv Zelda-Teile nachkommen, die ich noch spielen werde. Und ja, ich bitte euch alle Vorschläge an Games, die ich zocken soll, die ihr mit mir zocken wollt, alles Mögliche, einfach mal in den Kommentaren drunter zu schreiben, dass ich weiß, was ihr wollt, dass ich weiß, was ich zock. So, und wir sind auch schon wieder beim letzten Thema angelangt. Das wird ein etwas kürzerer Vlog, aber ist auch nicht so tragisch. Seid ihr mich schnell wieder los. Let's Play Together, ja. Ich möchte ein Let's Play Together machen. Also mehrere Let's Plays Together. Aber ich konzentriere mich da gerade auf eins. Ich möchte es nämlich live mit euch machen. Nicht jetzt so, ja, wir zocken irgendwas gemeinsam und du kommentierst und einer von euch kommentiert mit. Gut, können wir auch machen. Voraussetzung Skype und ein gutes Mikro. Ist auch beim Live-Spielen eine Voraussetzung. Nein, beim Live-Spiel ist es keine Voraussetzung. Da muss ich gucken noch, wie ich das hinkriege, dass beide Seiten sprechen können. Das ist etwas komplizierter. Aber das Live-Spiel soll so ablaufen. Ich wette, 90% von euch kennt Block-TV. Denke ich zumindest. Und ich möchte, dass wir Block-TV machen. Eines der ersten Spiele, die ich mit euch spielen möchte, das werden wir sogar zu viert spielen, ist Minigolf auf playray.de. Gibt es ein ziemlich cooles Minigolf-Spiel, das man zu viert spielen kann. Das möchte ich gerne mit euch spielen. Der Gewinner, was kriegt der Gewinner? Da werde ich mir vielleicht noch einen kleinen Preis für den Gewinner überlegen. Ja, wie gesagt,
Spiele kommen demnächst wieder. Ich freue mich, dass ihr mir bis dahin zugehört habt. Ich danke euch. Auf Wiedersehen.